Also, wir haben unsere Felge und möchten jetzt auf der anderen Seite genau gegenüberliegend anbringen. Das wäre in diesem Fall hier. Mein Nachteil ist nur, dass da der Reifenklemmer ist. Aber ich werde es trotzdem dahin bringen. So. Also, man macht den. Aufkleber zieht man vorsichtig ab. Den Aufkleber auf das ausgebreitete Papier und macht wenig Wasserspülmittellösung auf den Aufkleber. Teilt es überall dort, wo Kleber ist. So, fertig. Das wäre der. Wie gesagt, da ist ein Aufkleber, so wie er jetzt ist. Drehen ihn andersrum. Genau 180 Grad muss ich da anfangen. Darauf, wo ich sie hinhaben will. Ich muss dort anfangen. Verteile den Aufkleber genau dahin, wo er hingehört. So. Und fange als erstes an, das T in der Mitte auszurichten. Man achte dabei als erstes, dass das T oben zum Felgenbund gerade liegt. Wenn das so liegt, wie man es braucht, verschiebt man den Aufkleber an den restlichen Stellen dahin, wo man ihn hinhaben will. Bei Felgenaufkleber verkleben braucht man sehr viel Geduld. Das Wichtigste ist, dass das T in der Mitte und das K unten jeweils ausgerichtet zum Felgenrand liegt. Man braucht sehr viel Geduld für den Aufkleber, weil er so sehr schwierig liegt.
Thank you.